Beide habe ich ihn gesagt, links hinten. Der erste sehe ich das. Der andere ist ein bisschen tiefer. Ja, inside. Gut. Der andere geht unten durch, ist gut. Beide inside. Ja, inside. Jetzt den Grab vor uns. Ja. Ja, inside. Jetzt steht der Blinker da. Ja, ja. Vorne links. Ja, inside. Jetzt den gerade quer ab. Thank you.
Weißt du, wie der See da unten heisst? Ich komme jetzt zu wenig. Nein, ist gut, ich weiss ungefähr, wo ich bin. Könnte das der Walensee sein? Nein. Links rechts von uns ist der Galanda. Also ist es ein Steinsee gewesen? Ja, nicht so weit drehen. Ich kann nur den Kontrollen fragen, ob wir wirklich auf 170 dürfen. Sind wir 143? Eben. Wenn du sicher bist, fragen wir nicht. Ich meinte nicht. Warte. Hotel Bravo 2513, north of Galanda, flight level 153, confirm maximum altitude, flight level 170. Hotel Bravo 2513, affirm maximum flight level 170. Do you request higher? At the moment, negative. Hotel Bravo 2513. Roger. Kann man dir immer noch, wenn wir wirklich steigen haben, weißt du? Ja, im Moment. Sollst du wieder ins Steigen hineingehen? Aber ist schon gut. Links unten, inside. Hotel Bravo 2504, 124.4.
Hast du jetzt gerade in dem Moment geguckt? Wir haben zwei unter uns. 400-500 Meter. Ich sehe die rechts, beide rechts. Ja, ja. Mal schauen, wie weit rauf das geht. Also auf dieser Höhe sollte man rund etwa 200 km weit sehen. Bei guter Sicht? Bei guter, also einfach von der Erdkrümmung her, sind etwa 200 km. Ja, rein von der Erdkrümmung her. Und das Genua ist, glaube ich, 180 oder 170 km. Christoph Alpha Heidner, higher level of wind. Alpha Bravo 2436, confirm further routing. Further routing towards the east. Towards Isablon. Water Bravo 2436, roger. Maximum flight level 150 approved. Do you request higher? For the moment, 150 is fine. Flight 2436. Sagt das eigentlich mit Genua? Es ist, glaube ich, 170 km oder so. Irgendwie. Das heisst, theoretisch, wenn es nicht dunstig ist, müsste ich bis ans Meer sehen. Das ist natürlich vermutlich selten, dass es so sichtbar ist, dass, ja, ja. Dass es du quasi ausnutzen kannst. Ich weiss jetzt, theoretisch, da sind wir jetzt wieder bei der Theorie, hat mich das einmal gelehrt, im Zusammenhang mit Astronavigation. Ja, genau. Wenn du auf einem Boot bist und mit 2 Meter Eichshilfe, ja. Siehst du nur wenig. Ja, ich weiss. Das ist nicht so weit. Du kannst noch den Controller aufrufen und Flight Level 165 melden und fragen, nicht, ob wir Flight Level 200 dürfen. Kann ich machen? Dann machst du jetzt erst wieder den Initial Call? Nein, kein Initial Call. Wir sind auf der Frequenz und er hat uns auf dem Streifen. Richtig, er ist es ja schon. Alps Radio. Radio hat er da noch 2513 Request. To climb flight level 190. Roger, Bravo 2513, roger, stand by. Water Bravo 2513, clear to climb, maximum flight level 190. Clear to climb, maximum flight level 190. 25, Water Bravo 2513, thank you.
590. Ja, das ist knapp 6000, also 5700 irgendetwas. Aber wir haben ja Flight Level 170 sind wir jetzt. Ist das 190, das ist immer hochgeladen, dich nicht? Doch, also unter Umständen. Also wir können bei 190 wieder fragen. Vielleicht. Das hängt vom Verkehr ab, aber meine, mehr als 190 Kanülen sind auch nur bis 6000 Meter zugelassen, weißt du? Also von dem her. Und ab 6000 Meter wird es dann schon ein bisschen gefährlicher. Also. Schon lustig aus, so alles Wolken. Ja, das sieht speziell aus. Aber ich liebe da, Jörg, das, wenn du jetzt gerade ansprichst, dann lass ich dir denken, dass schon nie ganz aus dem Hinterkopf, also es kann nie ganz vergessen gehen. Also, theoretisch könnte sich jetzt so die Bauchdecke langsam schliessen. Ist das falsch, oder? Nein, da bist du nicht falsch. Und da hätten wir das echtes Problem. Meinst du? Ja, also wenn sie sich nicht verschliessen, dann hätten wir definitiv ein ganz grosses Problem. Wir hätten ja gar nicht ausgerüstet. Wir dürfen auch nicht. Ja, wir dürfen nicht, aber wir haben vor allem Ausrüstung, wir können uns nicht mehr orientieren. Genau. Was wäre jetzt? Wenn du rechts überschaust. Ja. Wir sehen den Boden, oder? Ja, ja. Nein, ich meine, nicht. Jetzt ist das ja nicht so gut. Ja, also wenn
das jetzt würde, also das musst du auch beobachten. Ja. Wenn es jetzt würde zugehen, würden wir die Klappe nehmen und abtauchen. Es ist mir jetzt einfach irgendwie bewusst geworden, dass man das nicht ganz darf. Dass es nicht darf, ganz vergessen. Nein, das darf nicht, sonst hast du das Problem. Und zwar also wirklich so schnell es geht. Du musst außerhalb von der Wolke bleiben. Und wenn ich fliege jetzt Richtung Süden, will ich genau das rechts von mir haben, oder? Ja. Also wenn die Wolke nicht vorne einfach zugeht, dann kann ich nicht mehr weiterfliegen. Oder? Das nicht rausgehst, einfach. Will you remain outside of airspace delta for that, or do you still request a higher level? 3998, I will stay out of here, control airspace. 3998, roger, then next report when leaving the frequency, maximum flight level 155. 3998, reporting when leaving, maximum 155. Change approved.